Herzlich willkommen zum Update Wirtschaft, Ihrer Sendung vom Frankfurter Börsenparkett, von Ihrer ARD Finanzmarktredaktion rund um die schönen Themenbereiche Politik, Wirtschaft und Geld und die Zusammenhänge dazwischen, die ja zweifelsohne gegeben sind. Wir werden uns heute mit der Elektromobilität beschäftigen und mit dem Fahrrad. Da gibt es Lieferschwierigkeiten und die Branche spürt diese ziemlich heftig. Abschließend dann ein Blick auf die Woche und mögliche Reformen, die dringend unternommen werden müssen. Erst einmal geht es aber um Batterien. Salzgiga heißt das Werk, das erste Batteriewerk, das VW erstellen wird. Gestern wurde der Grundstein dafür gelegt und nicht nur VW selbst hat die Bedeutung dieses Schrittes hervorgehoben. Auch Kanzler Scholz war bei der Grundsteinlegung dabei und hat noch einmal klargemacht, dass dieser Technologiewandel nicht mehr zu stoppen sein wird und dass er einen maßgeblichen Einschnitt darstellt, nicht nur in die Automobilindustrie, sondern vermutlich in unser aller Leben. Wie wichtig eine Batteriefertigung im eigenen Land ist, welche Schwierigkeiten man damit haben könnte und welche Hürden dafür genommen werden müssen, das möchte ich jetzt mit Christian Eckert besprechen. Er ist Geschäftsführer vom Fachverband Batterien beim ZVEI. Das ist der Zentralverband der Elektro- und Elektroindustrie. Schönen guten Morgen, Herr Eckert. Guten Morgen. Ein Werk entsteht in Salzgitter. 6 Werke insgesamt will VW in Europa ja errichten. Warum das Ganze? Warum macht man das selbst, anstatt andere das für sich machen zu lassen? Nun ja, lassen Sie mich so beginnen. Wir stehen vor immensen Herausforderungen. Unser aller Ziel ist, über wenige Jahrzehnte hinweg klimaneutral zu werden. Aus unserer Sicht spielt Strom dabei eine entscheidende Rolle, weil er sehr leicht aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann. Wie spielen da die Batterien rein? Die Batterien können A, Mobilität sichern, aber auch Energie zeitweilig speichern, sodass wir das dann brauchen oder nutzen können, wenn wir den Strom brauchen. Das heißt, die Bedeutung an Batterien wird zukünftig deutlich steigen. Wenn wir jetzt auf die Automobilindustrie kommen, hat die Batterie einen deutlichen zweistelligen Anteil der Wertschöpfung am Fahrzeug. Und entsprechend wichtig ist es für die Unternehmen, hier die Technologie selbst auch ein Stück weit in der Hand zu haben und eben nicht nur auf Zulieferer sich zu verlassen. Aber bei den Rohstoffen muss man sich ja dann auf Zulieferer verlassen, denn das, was man für die Batterieherstellung braucht, das findet man in deutschen Böden ja eher selten. Das ist korrekt. Aber wenn ich eine Produktion selbst aufbaue, habe ich natürlich ein Stück weit in der Hand, welche Technologien ich verwende. Und da gibt es durchaus Varianten, mit denen dann natürlich die Hersteller auch umgehen können. VW ist ja beileibe nicht der einzige Automobilhersteller in Deutschland. Welche Anstrengungen müssen denn unternommen werden, damit die deutsche Autoindustrie batterietechnisch autark ist? Ich weiß nicht, ob wir von einer Autarkie sprechen müssen. Wir beobachten, dass es letztendlich auf einen Mix hinauslaufen wird. Die Hersteller von Automobilen werden ein Interesse haben, ein gutes Stück der Batterieproduktion hier in Deutschland zu haben. Stichwort Sicherung der Lieferketten. Aber wir werden auch weiterhin Importe haben, sei es aus Asien, sei es auch aus anderen europäischen Ländern. Ist das der Grund, warum die deutschen Autohersteller auch Batteriestandorte an anderen Standorten in Europa, eventuell sogar in den USA suchen? Das ist letztendlich auch eine Entscheidung der Automobilhersteller, wie sie ihre Lieferketten organisieren. Aber es ist natürlich schon sinnvoll, auch eine gewisse Nähe zu den Produktionsstandorten, zu den der Automobile sicherzustellen. Sie haben ja eben davon gesprochen, dass der Batteriemarkt riesig ist. Er betrifft ja nicht nur die Automobilindustrie. Für welche Branchen ist der noch wichtig? Ja, neben der Mobilität sehen wir als weiteren wichtigen Punkt die Rolle als Speicher. Batterien können zum Beispiel im privaten Haus oder auch in Wohnanlagen als Speicher dienen. Wenn man auf dem Dach eine Photovoltaikanlage hat, kann man sich dadurch ein Stück weit von den selbst versorgen und vor allen Dingen auch zeitlich unabhängig werden.
Batterien können auch im Netz zukünftig eine größere Bedeutung bekommen, weil diese das Netz entlasten können. Ja, sie können eine Batterie haben, die lokal Strom speichert, und wenn er dann gebraucht wird, kann man den entsprechend entnehmen. Eine weitere Verwendung sind alle mobilen Anwendungen. Wir kennen alle die Handys, die Elektrowerkzeuge und vieles mehr. Und auch da sehen wir weitere Wachstumsmöglichkeiten. Wie weit ist man da in der Technologie bislang? Wir haben ja schon seit Langem einen Mix an verschiedenen Batterietypen. Wir kennen alle die Bleibatterie, die ist nach wie vor, wird verwendet, in jedem, fast jedem Fahrzeug ist vorne eine Bleibatterie drin. Wir haben Lithiumbatterien, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich an Bedeutung gewonnen haben, weil sie einfach eine höhere Energiedichte haben. Und wir haben natürlich auch weiterhin Forschung. Man überlegt momentan, gibt es zum Beispiel statt Lithium Alternativen auf Natriumbasis. Braucht man ein flüssiges Elektrolyt oder kann man nicht auf Feststoffbatterien übergehen? Da gibt es ganz viel Forschung. Aus unserer Sicht ist es momentan so, dass die Lithiumbatterie State of the Art ist, gerade für die Elektromobilität. Hier auch noch weiteres Entwicklungspotenzial besteht, aber wir irgendwo Mitte dieses Jahrzehnts bis Ende des Jahrzehnts wahrscheinlich auch neue Batterietechnologien sehen werden. Und welche Stelle nimmt da die deutsche Industrie ein im internationalen Vergleich? Man ist es ja dank deutscher Ingenieure gewöhnt, führend in manchen Gebieten zu sein. Wenn wir uns die Forschungslandschaft anschauen, dann sind wir hier in Deutschland wirklich führend. Es gibt eine ganze Vielzahl von Forschungsinstituten, auch Forschungsfabriken, die letztendlich an neuen Technologien arbeiten. Wir haben auch heute schon eine lebendige Batterieproduktion in Deutschland. Ich sagte es schon, Bleibatterien, auch viele andere Technologien werden hier in Deutschland hergestellt. Was die Massenproduktion an Lithiumbatterien angeht, muss man sagen, dass da die Erfahrung erst einmal in Asien liegt. Da ist über viele, viele Jahre und Jahrzehnte die Erfahrung aufgebaut worden, zuverlässig zu akzeptablen Kosten hochqualitative Batteriezellen herzustellen. Und dieses Know-how kann man nicht binnen ein, zwei Jahren mal eben aufbauen. Deswegen sehen wir auch, dass auch zum Beispiel deutsche Automobilhersteller durchaus auch Kooperationen mit asiatischen Batterieherstellern eingehen, weil dort einfach die Erfahrung besteht, Massenproduktion qualitativ hochwertig aufzubauen. So, und jetzt sind natürlich auch hier vor Ort Hersteller dabei, auf diesem Know-how aufzubauen und auch dann natürlich hier in Deutschland oder in Europa eigene Fertigung aufzubauen. Und das hat VW jetzt gemacht, zumindest den Grundstein dafür gelegt. Und das waren Hintergründe von Christian Eckert vom ZVEI. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ja, und jetzt müssen wir langsam aber sicher mal über Weihnachten sprechen, auch wenn es jetzt gerade Anfang Juli ist. Denn der Handel hat sich zu Wort gemeldet und warnt davor, die Lieferschwierigkeiten in einigen Bereichen halten an und sie werden noch weiter fortdauern. Mit Blick auf die einzelnen Bereiche bedeutet das unter anderem, dass Möbelhändler beklagen, dass sie 12 Monate noch mit Lieferproblemen zu kämpfen haben werden. Ebenso lange glauben Automobilhändler, dass sie diese Probleme begleiten werden. Im Fahrradhandel ist die Lage oder scheint sie zumindest noch prekärer zu sein. In einer Umfrage des IFO-Instituts haben Fahrradhändler beklagt, 17 Monate rechnen sie damit, dass es noch Lieferschwierigkeiten gibt. Wo es hängt, das möchte ich jetzt mit Burkhard Storck vom Zweirad-Industrieverband ZIV besprechen. Schönen guten Morgen, Herr Storck. Schönen guten Morgen nach Frankfurt. Wo liegen denn die Probleme, die Lieferprobleme, die der Fahrradhandel beklagt? Also die Fahrradindustrie ist ja längst auch eine Elektromobilitätsindustrie. Wir haben es im vorangehenden Gespräch gehört. Es sind auch bei uns insbesondere die Batterien. Wenn wir heute Fahrräder produzieren oder in den Handel bringen, dann sind ja 3 von 5 dieser Fahrräder mit einem Motor ausgerüstet. Und dieser Motor braucht einen Akku und der Akku braucht eine Steuerung. Und das sind insbesondere im Moment die Elemente, die fehlen. Liegt das daran, dass zu wenig davon produziert wird oder dass die Batterien schlicht und ergreifend nicht hierher kommen?
Es liegt an allem ein bisschen. Es wird zu wenig produziert. Wir sind ja ein bisschen in so einer Verteilungswirtschaft. Wer kriegt denn Chips und wer kriegt denn Batterien, wenn was da ist? Und da wir für relativ einfache Fahrzeuge relativ hohe Stückzahlen gerade an Chips brauchen, merken wir das insbesondere dann auch deutlich. Es wird zu wenig produziert. In China sind immer wieder einzelne Standorte vollständig zu, auch jetzt gerade wieder. Gleichzeitig haben wir natürlich das Problem der Lieferungen ganz genauso wie alle anderen auch. Die Dinge hängen einfach. Jetzt ist es ja nicht nur China, sondern Hauptlieferländer aus Asien sind ja auch noch andere außer dem Reich der Mitte. Ja. Wobei wir im Moment schon noch mal eine deutliche Bewegung sehen, zum Beispiel in der Rahmenproduktion, die insbesondere im einfacheren Bereich in den letzten Jahrzehnten schon sehr stark in China waren. Wir sehen eine Reihe von Rahmenproduzenten, die im Moment eher versuchen, in andere asiatische Länder zu gehen. Das ist in unserer Branche sehr häufig Taiwan. Das ist aber auch natürlich mit hohen Risiken belastet. Niemand weiß, ob nicht China seine Finger auch doch bald wieder fürchterlicherweise nach Taiwan ausstrecken wird. Das heißt, wir sehen im Moment starke Bewegungen in Richtung Vietnam, Kambodscha, Bangladesch. Alles Länder, die ihre eigenen Probleme haben, alles Länder, die nicht auf Knopfdruck mal eben schnell Kapazitäten hochfahren können, sodass wir im Moment wirklich merken, es ist alles im Fluss. Ich war gestern bei einem Mitgliedsunternehmen unterwegs, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, und ich habe mehrere Mitarbeiter sagen hören, so volatil wie im Moment war es eigentlich noch nie vorher. Und was bedeutet das für den Fahrradhandel und am Ende für den Endkunden? Ja, die Botschaft ist eine doppelte. Es ist vollkommen richtig, wenn Sie ganz genau wissen, welches Fahrrad Sie wem unter den Weihnachtsbaum stellen wollen und welcher Gepäckträger dran sein soll und ganz genau die Farbe und die Rahmenart schon wissen, dann kann es schwierig werden. Das kann man gar nicht bestreiten. Gleichzeitig ist es so, dass es in den Fahrradläden, insbesondere auch im Moment, ausreichend Fahrräder gibt. Wer heute zum Fahrradhandel geht, bekommt dort ein Fahrrad. Er bekommt auch das Fahrrad, das er haben will. Aber er bekommt oder sie wahrscheinlich nicht ganz genau die Komponenten und die Farbe und alles so, wie man sich das vielleicht vorher mal online zusammengestellt hat oder im Katalog gesucht hat. Das ist schwierig. Aber es gibt im Moment noch ausreichend Fahrräder und es lohnt sich, auch jetzt in den Fahrradhandel zu gehen. Und Sie haben es ja eben erwähnt, 3 von 5 verkauften Fahrrädern haben einen Motor, sind also ein E-Bike in irgendeiner Ausprägung. Das ist ja ein Megatrend, der sich da abzeichnet. Ja, die letzte Regierung hatte sich ja immer als Ziel gesetzt, 1 Million Elektrofahrzeuge in den Markt zu bringen. Da hatten wir schon 5 Millionen E-Bikes draußen. Ich habe vor 14 Tagen mit Herrn Wissing gesprochen, dem Bundesverkehrsminister, und habe gesagt, Herr Minister, ich denke auch, das neue Ziel, 15 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030, werden wir lange vorher erreichen, denn wir haben schon fast 9 Millionen Elektrofahrzeuge, also E-Bikes im Markt. Das ist ein fantastischer Trend. Was uns besonders freut, ist nicht nur, dass wir die Räder viel verkaufen, sondern dass wir auch sehen, dass sie sehr viel genutzt werden. Ein E-Bike wird tatsächlich etwa 4-mal so viel gefahren wie ein normales Fahrrad und ist damit wirklich eine hervorragende Alternative im Alltag, aber auch in der Freizeit, um Touren zu machen. Das E-Bike setzt sich auf allen Ebenen wirklich erfolgreich durch und das gefällt uns natürlich sehr, sehr gut. Welche Trends sehen Sie noch? Wir haben in der nächsten Woche in Frankfurt bei Ihnen die Eurobike. Das ist die wichtigste Fahrradmesse der Welt. Wir sind enorm froh, dass die jetzt gerade an den Standort Frankfurt gezogen ist und in der nächsten Woche da Premiere hat. Da werden wir sehr viele Trends sehen, da werden wir sehr viele neue Räder sehen. Wir merken natürlich, dass es einen Trend gibt zur Digitalisierung auf allen Ebenen. Wie kann ich über das Smartphone mit meinem E-Bike kommunizieren? Aber wir sehen natürlich auch sehr viel, wie können die Fahrräder insgesamt kommunizieren, sich selber vor Diebstahl schützen? Welche Sicherheitsfeatures gibt es an Rädern? Da passiert enorm viel. Gleichzeitig setzt sich der Trend fort, den wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass E-Bikes viel stärker den Motor, den Akku und anderes integriert haben. Immer häufiger ist es ja fast nicht mehr zu erkennen, ob ein Fahrrad ein E-Bike ist oder nicht. Da waren wir vor 7, 8 Jahren ja mit viel klobigeren Elementen unterwegs. Heute unterscheidet sich ein E-Bike häufig in der Flottheit und im Aufbau gar nicht mehr so sehr von einem normalen Fahrrad. Wohl aber natürlich im Preis. Wie ist denn die Bereitschaft der Kundinnen und Kunden, mehr Geld für ein Fahrrad auszugeben?
Ja, wir sehen, also wie viele Konsumgüterindustrien sehen auch wir eine große Kaufzurückhaltung, aber wir sehen sie im günstigen Bereich. Also offensichtlich sind die Menschen, die tatsächlich jeden Euro zählen müssen, im Moment auch weniger bereit, sich ein Fahrrad zuzulegen. Im hochwertigeren und teuren Bereich ist es ja seit einigen Jahren so, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen ein Fahrrad zum Leasing anbieten können. Das funktioniert unverändert und daher ist der Absatz im höherpreisigen Bereich, und das ist fast immer der E-Bike-Bereich, unverändert gut. Momentan läuft ja die Tour de France. Ist das eine Veranstaltung, von der Sie als Branche auch profitieren? Steigt mit dieser Rundfahrt auch die Nachfrage nach Rädern? Also beim Fahrrad gibt es immer viele Einflüsse. Heute regnet es ganz fürchterlich in Berlin und gestern hat es ganz fürchterlich geregnet. Das merkt jeder Fahrradhändler sofort. Und wenn das Wetter gut ist, merken die das auch sofort. Die Tour de France spielt natürlich wie alle Sportevents eine große Rolle. Es ist auch keineswegs so, dass dann nur die, sagen wir mal, 15.000 Euro Carbonräder gekauft werden, sondern Menschen kriegen einfach Lust am Fahrradfahren. Und deswegen sind alle diese Sportereignisse großartig. Und wir sind sehr froh, dass die nicht nur in der Berichterstattung, in den Massenmedien wieder zurück sind, sondern dass es auch wieder Spaß macht, sich mit dem Radsport zu beschäftigen. Burkhard Storck vom Zweirad-Industrieverband, herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre interessante Branche. Danke. Sehr gerne. Und natürlich muss man sich, wir haben es gehört, so ein Fahrrad auch leisten können. Und das wird durchaus nicht einfacher. Denn die Lebenshaltungskosten sind stark gestiegen in der Vergangenheit. Und darauf hat unser Nachbarland Frankreich reagiert, hat gestern ein 20 Milliarden schweres Konjunkturpaket verabschiedet. Das beinhaltet unter anderem höhere Renten und einen Mietendeckel. Gleichzeitig gab es heute Wasser in den Wein von Bundeskanzler Scholz, der ganz klar gesagt hat, natürlich unternimmt die Politik einiges, um die Inflation in irgendeiner Form einzufangen. Am Ende des Tages kann es aber nicht gelingen, die gesamte Inflation wegzusubventionieren. Und das bedeutet, man muss sich weiter auf steigende Lebenshaltungskosten einrichten. Da hat der Wohnungsverband jetzt Alarm geschlagen. Er hat gesagt, die Energiekosten sind im Schnitt um 37% gestiegen. Und das bedeutet für einen Ein-Personen-Haushalt 508 Euro Mehrkosten im Jahr. Für einen Vier-Personen-Haushalt sind es sogar 938 Euro. Chris-Oliver Schickentanz von der Vermögensverwaltung Capitell, dort für die Kapitalstrategie verantwortlich. Diese Zahlen, die bergen doch auch sozialen Sprengstoff, oder? Definitiv. Denn seien wir mal ganz ehrlich, es fing ja schon mit der Nullzinspolitik der EZB und der ganzen Notenbanken an. Das soziale Ungleichgewicht ist in den letzten Jahren schon kräftig gewachsen. Denn die Reichen, die haben von dieser Nullzinspolitik profitiert. Die Armen, die es sich nicht leisten konnten zu investieren, weil sie gar nicht das Kapital dazu hatten, die litten unter dieser Nullzinspolitik. Und jetzt kommt die hohe Inflation dazu, heißt die Schere zwischen Arm und Reich, die geht dramatisch auf. Hat das auch Einfluss auf das Geldanlageverhalten insgesamt gehabt? Wir sehen, dass die, die etwas Kapital haben, dieses Kapital tatsächlich versuchen zu nutzen und in diesem Jahr jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren ein bisschen auf die Nase gefallen sind. Weil wir ja synchron einen Abschwung bei Aktien und Anleihen gesehen haben. Das heißt, ein ausbalanciertes Portfolio liegt jetzt kräftig unter Wasser. Wir sehen aber auch, dass es immer noch sehr, sehr viele deutsche Privathaushalte gibt, die diesen Sprung zur Anlage nicht schaffen, die eher immer noch Sparguthaben halten. Und das ist natürlich in Zeiten hoher Inflation ein Riesenproblem. Denn die schleichende Enteignung, also sprich die Tatsache, dass ich mit Nullzinsen meine Kaufkraft nicht mehr erhalten kann, die schlägt jetzt natürlich kräftig zu. Inflation ist das eine Thema, das andere ist die Rezession. Das hat man ja viel an den Aktienmärkten auch diese Woche wieder durchgespielt. Trotzdem sind die Kurse in den vergangenen zwei Tagen ziemlich kräftig gestiegen. War das übertrieben, den DAX um 20% in diesem Jahr nach unten zu prügeln? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist jetzt mal Zeit für eine Zwischenerholung. Für mich sind im Wesentlichen zwei Faktoren für diese Zwischenerholung ausschlaggebend. Zum einen scheint es so zu sein, dass wir eine gewisse Beruhigung bei den Anleiherenditen sehen. Wenn wir mal in die USA blicken, da hat eine 10-jährige US-amerikanische Staatsanleihe zum Hochpunkt der Krise
3,5% Zinsen gekostet. Jetzt sind wir unter die 3%-Marke gefallen. Das ist in gewisser Weise für die Aktienmärkte eine Beruhigung. Denn je höher der Zins, desto unattraktiver ist natürlich die Aktie als Alternativanlage. Und das Zweite, was wir sehen, viele Investoren hatten sich jetzt tatsächlich nach den, ich will nicht sagen panikartigen Verkäufen, aber nach den deutlichen Verkäufen ein Stück weit sehr, sehr konservativ aufgestellt. Und eine pessimistische Stimmung ist dann immer ein guter Nährboden dann auch mal für eine Gegenbewegung. Ich glaube allerdings, dass wir im dritten Quartal durchaus noch mal einen zweiten Rutsch nach unten bekommen werden, wenn nämlich die Analysten anfangen, die Rezession in ihre Gewinnschätzungen einzupreisen. Denn das ist das eigentlich Überraschende, obwohl die Volkswirte mittlerweile sagen, die Rezessionswahrscheinlichkeit ist drastisch gestiegen. Ich würde sogar sagen, es geht eher um die Frage, wann sie kommt und nicht ob sie kommt. Sind die Analysten seit Jahresbeginn nicht pessimistischer geworden. Das heißt also, Europa schlittert unweigerlich in die Rezession? Davon gehe ich aus, zumal wir ja auch noch das Damoklesschwert der Gasverknappung bzw. der Gaskappung durch Russland auf der Agenda haben. Das wäre natürlich ein Risikofaktor, der uns sogar in einen scharfen wirtschaftlichen Rückgang bringen konnte. Analog der Finanz- und Wirtschaftskrise würde dann bedeuten 3-5% Minus. So schlimm muss es nicht kommen. Ich glaube eher an eine moderate Rezession, das heißt an kleine Minuszeichen. Auch abseits dieses schrecklichen von Russland angezettelten Krieges spielt ja immer wieder die Politik auch eine Rolle. Hat man gestern schön beobachten können, der Rücktritt von Boris Johnson als Ministerpräsident Großbritanniens hat dazu geführt, dass das britische Pfund gestiegen ist und auch die Kurse an der Londoner Börse. Was erhofft man sich denn als Kapitalmarktstratege von diesem Rücktritt Johnsons? Ehrlicherweise bin ich der festen Überzeugung, dass Personalien für die Börsenentwicklung, zumindest für die langfristige Börsenentwicklung, nicht besonders entscheidend sind. Aber jetzt ist natürlich kurzfristig einfach eine gewisse Unsicherheit, die in den letzten Tagen und Wochen entstanden war. Wie geht es mit Boris Johnson weiter, in den Hintergrund getreten? Wir werden jetzt natürlich schauen müssen, wen die Konservativen als neuen Parteichef installieren. Denn der wird ja dann perspektivisch Boris Johnson als britischen Premier ablösen. Und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend sein, wie der gerade mit den Konflikten, auch mit der EU, rund um das Nordirland-Protokoll und die Brexit-Folgen umgeht. Denn die britische Wirtschaft war schon relativ schwer gebeutelt. Aber sie hat jetzt natürlich auch die Chance, vielleicht mit einem neuen Mann, einer neuen Frau am Ruder, das Ganze so zu adjustieren, dass man vielleicht einigermaßen glimpflich aus dieser Krise rauskommt. In der deutschen Wirtschaft hofft man natürlich auf wieder verbesserte Handelsbeziehungen, auch mit Großbritannien, ein wichtiger Handelspartner. Was ist für Sie in der kommenden Woche wichtig? Worauf werden Sie besonders schauen? Wir haben zum einen natürlich die Inflationsdaten, die werden sehr, sehr wichtig sein. Ich gehe davon aus, dass wir hier langsam den Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreichen werden. Wenn wir uns mal die Rohstoffpreisentwicklung anschauen, dann sind die Industriemetalle um 30% von ihren Hochpunkten gefallen. Bei den Agrarrohstoffen sehen wir eine deutliche Korrektur der Preise nach unten. Auch das ein Stück weit dämpfend natürlich für die Inflationsentwicklung. Und selbst der Ölpreis scheint sich nur noch bei etwas über 100 US-Dollar einzupendeln. Also von der Seite sollten wir dort eine gewisse Erleichterung bekommen. Der zweite wesentliche Faktor sind dann die Unternehmensberichte. Die Gewinnberichtssaison für das zweite Quartal geht los. Ich glaube, dass die einigermaßen okay ausfallen wird. Der Krux wird sozusagen der Ausblick der Unternehmen sein. Hier gehe ich davon aus, dass die deutlich erhöhten Rezessionsrisiken dazu führen werden, dass viele Unternehmen eher mal in Moll malen werden. Und das könnte den Kursen dann nicht ganz so gut schmecken. Denn auf diese Ausblicke schaut man ja an der Börse fast mehr als auf die Zahlen, oder? Das ist richtig. Die Zahlen sind natürlich noch mal eine schöne Bestätigung, ob ein Geschäftsmodell im zweiten Quartal funktioniert hat. Aber das ist der Blick in den Rückspiegel. Viel wichtiger für die Börse ist natürlich die zukünftige Perspektive. Und da, glaube ich, werden sich viele Unternehmen aktuell schwer tun, ein sehr optimistisches Statement abzugeben. Chris-Oliver Schickentanz von der Vermögensverwaltung Capitell. Danke für Ihren Besuch, auch wenn es leichte Molltöne gab. Im Moment allerdings stehen die Börsenampeln ziemlich deutlich auf grün, wie man auch an den US-Märkten ziemlich deutlich sehen kann. Gestern hat es Pluszeichen allenthalben gegeben, die wir jetzt auch sehen. An der Technologiebörse Nasdaq ging es 2,3% nach oben, der Dow Jones über 1% gestiegen und der S&P 500 1,5%
im Plus. Und diesen Ball hat man dankend angenommen in Asien. Die Börsen immerhin mit einem leichten Plus hier aus dem Rennen gegangen. Hongkong mit 0,2% besser, Tokio mit 0,1%. Und was sieht man beim deutschen Aktienindex nach zwei Tagen, an denen es doch relativ steil und straff bergan ging? Heute so etwas wie eine Verschnaufpause. Der DAX startet mit 19 Minuspunkten in den neuen Tag, steht jetzt bei 12.826 Punkten. Das war's dann auch für heute und für diese Woche von Update Wirtschaft. Weitere Informationen rund um das Wirtschaftsgeschehen und rund um das Marktgeschehen erhalten Sie natürlich hier im laufenden Programm auf Tagesschau 24 und bei den Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de. Auch die Kolleginnen und Kollegen der angeschlossenen Radiostationen versorgen Sie, wenn Sie möchten, zuverlässig mit Berichten und Hintergründen rund um das schöne Thema Geld und die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die dahinter stehen. Ich darf mich von Ihnen für diese Woche verabschieden. In der kommenden Woche dann begrüßt Sie mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch. Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und machen Sie es gut.